Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einem ganz besonderen Video, das in Kooperation mit dem Sportclub Verl entstanden ist. Fettes Dankeschön an der Stelle an den Pressesprecher des Sportclubs Verl, Norbert Meyer. Liebe Grüße gehen raus, vielen, vielen Dank, der hat mir das Ganze ermöglicht. Ja, ihr habt Fragen auf Instagram gestellt. Norbert hat mir den Kontakt aufgebaut und hat somit die Connection hergestellt. 5 ausgewählte Profis, die ihr jetzt dann gleich im Anschluss seht, haben die Fragen beantwortet. Und das schneide ich jetzt in einer Art Konferenzschaltung zusammen. Das hier ist Teil 1, den zweiten Teil findet ihr auf dem Kanal vom Sportclub Verl. Der erste Link in der Videobeschreibung oder auch oben über die Infokarte zu finden. Tut mir den Gefallen, geht mal rüber, lasst allen ein kostenloses Abo da, schreibt in die Kommentare Hashtag LächesArmy, liked das Video und ganz, ganz wichtig, jeder Instagram-Account von den jetzt 5 teilnehmenden Profis ist in der Videobeschreibung verlinkt. Geht auch da drauf, lasst ein Follow da und schreibt vor allem unten rein Hashtag LächesArmy. Lasst das mal ein bisschen zu bombardieren. Soweit, so gut, wir starten rein. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und um nichts mehr zu verpassen, lasst ein kostenloses Abo da. Viel Spaß, Film ab, let's go! So, hallo zusammen, grüßt euch alle. Hallo Leches, hallo Nobby natürlich, du alter Sausack. Wie groß ist und war die Veränderung zwischen Regionalliga und Dritter Liga? Ich finde, die Veränderung ist schon ziemlich groß. Einfach dadurch, dass du in der dritten Liga viel, ich sag jetzt mal, namhaftere Teams hast. Du spielst in größeren Stadien, normalerweise ja auch vor einer größeren Kulisse, aufgrund der aktuellen Situation ja leider nicht. Aber trotzdem ist es so, dass du ja fast jeden Spieltag gegen ein richtig, richtig gutes Team spielst. Und in der Regionalliga hast du es dann ja ab und zu auch so, dass da kleinere Vereine bei sind, die jetzt vielleicht nicht so namhaft sind und da auch nicht unbedingt so die Qualität haben. Deswegen würde ich sagen, dass so der Unterschied zwischen der vierten und der dritten Liga schon enorm ist, auf jeden Fall, klar. Die Veränderungen zwischen der Regionalliga und der dritten Liga sind schon ziemlich groß. Ich meine, alleine durch das Medienaufkommen ist es deutlich spürbar und auch alle Mannschaften sind natürlich hochprofessionell. Es gibt keine Spiele, wo man irgendwie mit nur 90 oder 95% drangehen kann. Also es ist immer sehr offen. Und dadurch auch sehr intensiv jedes Spiel, das spürt man natürlich auch. Ich glaube, körperlich ist auf jeden Fall nochmal eine deutliche Steigerung. Und in der dritten Liga spielt man gegen sehr abgezockte Spieler, die auch schon mal höher gespielt haben, die viel Qualität haben. Und ich glaube, das ist in der Regionalliga nicht so häufig anzutreffen. Meiner Meinung nach muss man schneller Entscheidungen treffen, schneller die richtige Entscheidung treffen, weil die Gegner kompakt sehr, sehr stark sind und einfach ein bisschen weniger Zeit lassen. Also man muss wirklich schauen, dass man vorher schon weiß, was man mit dem Ball anfangen möchte. Der Unterschied zwischen der Regionalliga und der dritten Liga ist, wie ich finde, schon enorm. Vielleicht auch ja, stärker, als ich vorher gedacht habe. Das liegt, glaube ich, daran, dass du in der dritten Liga wirklich, ja, die ist sehr ausgeglichen. Du hast 20 Top-Mannschaften. Du kannst gegen jeden verlieren. An guten Tagen kannst du natürlich auch gegen jeden gewinnen. Das zeichnet ja die dritte Liga auch so ein bisschen aus. Man sieht ja auch immer in den Tabellen am Saisonende, es ist extrem eng. Also es gibt kaum Mannschaften, die da irgendwie abfallen. Mit einer kleinen Serie bist du direkt oben dabei. Genauso schnell kannst du nach unten gehen. Das ist in der Regionalliga, glaube ich, schon ein bisschen anders. Natürlich, ja, von der Spielart ist es auch ein Unterschied. In der dritten Liga ist es von der Intensität her, ja, vom Tempo ist es schon intensiver. Du musst gefühlt 90 Minuten, jede Sekunde musst du komplett konzentriert sein. Du musst dich ja, mit dem Spiel befassen. Du darfst dir keinen Aussetzer leisten, keinen Fehler machen, denn die werden dann auch direkt bestraft. Wie war die Aufstiegsfeier? Ich war leider nicht dabei, weil ich ja erst in diesem Sommer dazugestoßen bin. Aber so aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass so eine Aufstiegsfeier immer was richtig Besonderes und richtig Cooles ist, das man vielleicht auch nicht allzu häufig in seiner Karriere erleben darf. Und das, was ich so gehört habe von den Jungs, war das wohl ziemlich gut. Natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation. Jetzt nicht ganz so krass, wie es vielleicht hätte sein können, aber ich bin mir sicher, dass die Jungs da das Beste draus gemacht haben. Die Aufstiegsfeier war natürlich durch die ganze Corona-Situation ja, etwas gedämpft, aber trotzdem war es natürlich ein mega geiles Ereignis und ich
Ich glaube, jeder konnte auch dementsprechend feiern. Da ich Neuzugang bin, war ich nicht an der Aufstiegsfeier beteiligt, aber ich habe natürlich von zu Hause mitgefiebert und mich sehr gefreut, als es dann in die dritte Liga ging. Ich war leider kein Teil davon. Ich habe mir sagen lassen, es war sehr geil, aber ich war leider noch nicht hier. Die Aufstiegsfeier war auf jeden Fall gut. Sehr schön, sehr intensiv. Ja, also wurde ausgiebig gefeiert. Meiner Meinung nach muss das aber auch so sein. Gerade so ein Aufstieg, den erlebt man ja auch nicht so oft in seiner Fußballkarriere. Deswegen ja, muss man da auch Gas geben. Und das haben wir auch gemacht, auf jeden Fall. Natürlich muss man auch sagen, ja, wenn es Corona nicht geben würde, wäre die Feier wahrscheinlich ein bisschen größer gewesen. Wir durften natürlich ja, nur unter dem Hygienekonzept feiern. Das heißt, es waren leider keine Fans da, auch Familienangehörige, Freundinnen, Frauen der Spieler waren nicht dabei und letztendlich war es dann nur das Team. Genau, aber es war trotzdem schön. Wir haben danach auch nochmal eine kleine Aufstiegsfahrt gemacht und ja, es waren tolle Tage. Man ist wirklich eine Woche, anderthalb Wochen auf so einer Welle geschwommen. Es war sehr schön auf jeden Fall. Hast du einen Lieblingsgegner? Grundsätzlich nicht, nein. Also mir ist das eigentlich vollkommen egal, wer da auf der anderen Seite steht. Das ja, kann man ja sowieso nicht beeinflussen. Deswegen habe ich da jetzt niemanden oder keine Mannschaft, wo ich sage, hey, das ist mein absoluter Lieblingsgegner, da habe ich bisher jedes Mal gegen gewonnen, sondern ich nehme es so, wie es kommt. Und ob das jetzt der FC Bayern ist oder der FSV Zwickau, ist da, glaube ich, ja, völlig egal, weil letztendlich musst du deine Leistung abrufen und dann das Beste aus dem Spiel herausholen. Ich würde nicht sagen, dass ich einen Lieblingsgegner habe. Natürlich macht es oftmals auch Spaß, wenn man irgendwie gegen Freunde spielt. Das ist ja aber eigentlich nicht genau die Definition eines Lieblingsgegners. Es gibt jetzt eigentlich keine Mannschaft, wo ich sagen würde, gegen die habe ich immer besonders gut gespielt oder gegen die haben wir immer gewonnen. Nicht unbedingt, aber dadurch, dass ich aus München komme, freue ich mich natürlich besonders auf die Partien gegen die Münchner Clubs, sei es jetzt 1860, sei es Bayern 2, Unterhaching. Da habe ich natürlich auch alte Kollegen, dadurch, dass ich da früher auch selber gespielt habe. Deswegen freue ich mich natürlich auf die Partien ganz besonders. Einen speziellen Lieblingsgegner habe ich nicht, aber natürlich spielt man als Fußballer ja, gerne gegen gute Mannschaften, gegen Traditionsvereine, am liebsten natürlich auch vor großem Publikum, was im Moment leider nicht möglich ist. Aber so speziell auf eine Mannschaft jetzt festlegen, ja, kann ich mich gar nicht. Im Umkehrschluss natürlich auch, hast du einen Angstgegner? Nein, Angstgegner habe ich auch nicht. Im Fußball ist grundsätzlich alles möglich und deswegen habe ich da keine Angst vor irgendeinem Gegner, sondern sehe das immer als Chance und auch als Möglichkeit, sich zu beweisen. Und da braucht man keine Angst vor einer Mannschaft haben. Einen Angstgegner habe ich auch nicht. Also ich messe mich eigentlich mit jeder Mannschaft gerne und ganz egal, wie gut der Gegner ist oder ja, irgendwelche Statistiken, die sind mir eigentlich relativ egal. Natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen uns vor keiner Mannschaft in dieser Liga verstecken und deshalb muss man auch vor niemandem Angst haben. Also haben wir auch keine Angstgegner. Ich glaube, da kann ich für alle sprechen. Dementsprechend habe ich natürlich auch keinen Gegner, gegen den ich jetzt nicht gerne spiele oder so einen sogenannten Angstgegner, den gibt es für mich nicht. Ja, was man vielleicht sagen kann, dass man ungern gegen Mannschaften spielt, die sich hinten reinstellen, überwiegend nur verteidigen, vielleicht das ganze Spiel ja, extrem kompakt machen. Man kann auch, ja, viele sagen ja, so einen Bus vors Tor stellen. Genau, das mag ich nicht so gerne. Also da habe ich lieber einen Gegner, der auch Fußball spielt oder versucht zumindest mit Fußball zu spielen. Genau. Dein bisher schönstes Erlebnis beim Sportclub Verl? Ja, das ist eine gute Frage. Leider ist ja die Zeit jetzt noch nicht so lange, in der ich für den SC Verl spiele. Aber wir haben schon, oder ich würde sagen, so der gesamte Beginn der Drittliga-Zeit ist schon ein Erlebnis. Allgemein, wie wir das so gestalten und wie wir auch die ersten Punkte eingesammelt haben, ist so die gesamte Zeit so ein Erlebnis für sich. Natürlich, das Spiel in der Vorbereitung gegen den FC Schalke 04 war schon ein Erlebnis, dass wir das gewinnen konnten. Ja,
aber so würde ich sagen, ist so die gesamte Zeit aktuell ein Erlebnis. Natürlich war der Aufstieg ein unvergessliches Ereignis, aber ich sag mal, die DFB-Pokalspiele, die ersten beiden, wo wir weitergekommen sind, waren natürlich in Kombination mit den Fans und den anschließenden Feierlichkeiten schon nochmal eine Nummer intensiver, einfach weil man sich auch mehr ausleben konnte und das waren die schönsten Erlebnisse. Das war mein Drittligadebüt gegen FC Bayern München. Mein bisher schönstes Erlebnis beim SC Verl war meine Einwechslung gegen Lübeck. Auch wenn das Ergebnis leider nicht ganz so positiv war, war es trotzdem unfassbar toll, mal im Trikot vom SC Verl auf dem Rasen zu stehen und meine ersten Minuten zu machen. Und das war ein sehr geiles Gefühl. Ja, ich bin ein Spieler, der schon recht lange bei Verl ist, seit 2014. Also ich bin jetzt in meiner siebten Saison. Und wenn man einen Moment oder ein Ereignis hervorheben muss, dann ja, ist es natürlich die letzte Saison. Gerade mit den DFB-Pokalspielen, mit diesen herausragenden Siegen in die dritte Runde eingezogen, da auch nur knapp verloren und klar mit dem Aufstieg dann am Ende der Saison war das natürlich ein absolutes Highlight, was man ja in seiner Karriere nicht oft erlebt. Und speziell jetzt auf einen Moment oder auf ein Erlebnis würde ich mich gar nicht so gerne festlegen. Wenn ich es aber vergleichen müsste, war der Sieg gegen Kiel in der zweiten Runde im DFB-Pokal auf jeden Fall am schönsten. Es war sehr spannend, das Spiel. Wir sind ja in der Verlängerung mit einem 1-1 dann rausgegangen, ins Elfmeterschießen und haben da dann gewonnen. Und ja, das war unter der Woche ein Spiel abends, ein Flutlichtspiel, dementsprechend volle Hütte. Ja, ist was ganz Besonderes, weil man es sich aktuell gar nicht vorstellen kann, mit Zuschauern oder vor so vielen Zuschauern zu spielen. Man hat den Sieg dann natürlich auch ausgiebig gefeiert und deswegen war das Kielspiel schon mein schönster Moment mit dem SC Verl. Mit welchem Spieler würdet ihr gerne mal zusammen auf dem Platz stehen? Ich würde sagen, mit Toni Kroos würde ich gerne mal auf dem Platz stehen. Das ist meiner Meinung nach einer der besten deutschen Spieler. Ich denke, mit seiner Ruhe und seiner Ausstrahlung auf dem Platz würde ich das gerne mal live miterleben, wie das dann so abläuft. Weil ich denke, es ist ein Spieler, den man egal wie und wann anspielen kann und der immer die Ruhe behält. Deswegen würde ich schon sagen, Toni Kroos, mit Toni Kroos würde ich gerne mal zusammenspielen. Das weiß ich gar nicht. Also es gibt viele gute Spieler, neben denen man mit Sicherheit auch nochmal besser aussehen würde auf dem Platz, weil ja, Mitspieler machen einen ja auch nochmal besser. Ich wüsste aber jetzt keinen genauen Spieler, mit dem ich unbedingt mal auf dem Platz stehen wollen würde. Das ist Bastian Schweinsteiger, der leider seine aktive Karriere beendet hat, aber das ist ein Spieler, der mich sehr inspiriert. Von daher, Er spielt leider nicht mehr, aber ich glaube, mit so einem Bastian Schweinsteiger wäre es schon mal sehr cool gewesen, zusammen zu spielen, sei es jetzt wegen seiner fußballerischen Klasse, sei es wegen seiner Charaktereigenschaften. Das ist einfach für mich ein Riesenspieler gewesen und ich glaube, mit so jemandem würde jeder gerne auf dem Platz stehen. Ich würde gerne mal mit Cristiano Ronaldo zusammen auf dem Platz stehen. 90 Minuten mal mit ihm in einer Mannschaft wäre schon geil. Ist natürlich mit Messi in meinen Augen einer der besten Fußballer aller Zeiten, bewundere ich auch, sehr ehrgeizig, fleißig und konstant und deswegen Ronaldo auf jeden Fall. Wer ist dein Vorbild in Bezug auf den Profifußball? Ich würde sagen, Oliver Kahn ist schon auf jeden Fall ein Vorbild, weil er einfach gezeigt hat, dass man auch mit vielleicht etwas weniger Talent und ganz viel harter Arbeit richtig große Sachen erreichen kann. Und das ist halt einfach so ein Punkt, der mir sehr, sehr zuspricht. Deswegen würde ich sagen, dass Oli Kahn da auf jeden Fall eine Vorbildsfunktion hat. Ja, das ist eigentlich Mats Hummels. Der war schon immer sein Spielstil und immer zweikampfstark, aber trotzdem spielerischen Aspekt gewählt. Das fand ich schon immer ganz cool. Auch Bastian Schweinsteiger. Kann ich fast nochmal den gleichen Namen nennen. Bastian Schweinsteiger, gerade
In meiner Geburtsstadt München ist er natürlich eine Riesenikone und ich habe ihn immer verfolgt und ich glaube, jeder träumt davon, so eine Karriere wie er zu haben. Deswegen würde ich ihn auch direkt als Vorbild nochmal nennen. Mein Vorbild in Bezug auf Fußball ist auf jeden Fall Mats Hummels. Zum einen, weil er bei meinem Lieblingsverein Dortmund spielt. Zum anderen ist er deutscher Nationalspieler oder war Nationalspieler. Spielt natürlich auch meine Position und ja, ich mag natürlich erstmal seine Art, Fußball zu spielen, hat ein sehr gutes Aufbauspiel, das bewundere ich schon. Ist auch so ein bisschen ja, Leader, geht voran, spricht viel und ich glaube, dass er auch persönlich oder menschlich auch ein hervorragender Typ ist und ja, deswegen ist er mein Vorbild. In diesem Sinne, ja, alles Gute, viel Erfolg und man sieht sich. Ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt alle gesund, bis bald. Ciao.